Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Weil gerade nicht so super viel los ist in der Schachwelt, dachte ich, ich reise mal wieder mit euch in die Vergangenheit und zeige euch eine sehr, sehr hübsche Partie aus dem Jahre 1925. Und zwar wollen wir eine Partie zwischen David Janowski und Friedrich Semisch anschauen. Und wir schauen einfach mal rein. Janowski eröffnete mit D4. Springer F6, Springer F3, E6 und Läufer G5. Die Eröffnungstheorie war damals natürlich noch nicht auf dem Stand von heute, aber das heißt natürlich nicht, dass die Partien nicht interessant werden können und vielleicht waren sie sogar etwas interessanter als viele der Top-Partien heute. C5, E3, Springer C6 und Springer D2. Ja, hier möchte ich Schwarz jetzt nicht sehr stark kritisieren, aber als kleine Info für euch: Grundsätzlich in solchen Stellungen, also wenn man einen Bauern auf C5 hat und den Bauern auf D4 angreift, sobald der weiße Springer auf D2 auftaucht, ist es häufig ein ganz guter Moment, auf D4 zu schlagen, weil der Springer dann nicht mehr auf C3 kommt. Das ist sogar noch wichtiger, wenn der weiße Bauer schon auf C3 steht, denn dann räumt man dem Springer das Feld dort nicht mehr. Das heißt, C schlägt D4 wäre hier durchaus eine Option und gefällt mir ganz gut. Zum Beispiel Läufer E7, C3 und Rochade. Und nach Läufer D3 kann man zum Beispiel Springer D5 spielen, diesen Läufer hier abtauschen und dann vielleicht versuchen, mit dem Springer das Feld F4 zu bekommen. Die Stellung ist ausgeglichen, aber was Schwarz in der Partie gespielt hat, ist auch in Ordnung. Er spielte B6. Er möchte diesen weißfeldrigen Läufer entwickeln, was ja logisch ist, denn der Bauer auf D7 und der Bauer auf E6, die schränken den schon sehr ein. C3 und Läufer B7. Und nun Läufer D3. Und hier hat jetzt Schwarz entschieden, auf D4 zu schlagen, früher oder später. Ergibt das natürlich Sinn, E schlägt D4 und Läufer E7. Okay, Weiß stellt den Springer nach C4, der möchte wahrscheinlich mal nach E5. Rochade, Dame E2. Tatsächlich ist hier recht auffällig, dass Weiß sich viel Zeit mit der Rochade nimmt. Und das spricht dafür, dass er vielleicht noch nicht ganz sicher ist, ob er wirklich kurz rochieren möchte. Oder vielleicht lang, oder auch den König in der Mitte lassen, um irgendwie anders einen Angriff am Königsflügel zu starten. Dame C7 und jetzt kommt auch schon der Zug, der sagt, Weiß wird wahrscheinlich nicht mehr kurz rochieren, H4. Ja, Weiß möchte offensichtlich hier einen Angriff am Königsflügel starten und ausnutzen, dass Schwarz eben vor Weiß rochiert hat. Und Schwarz spielt der H6. Das greift den Läufer an und möchte eben Weiß zu einer Entscheidung zwingen. Hier spielte Weiß Dame D2. Und hier möchte ich noch eine Alternative zeigen. Auch Springer E3 wäre hier ganz clever. Die Idee ist es im Prinzip, den Springer an den Königsflügel zu holen. Und man kann jetzt darüber nachdenken, dann auf F6 zu schlagen und Springer G4 zu spielen. Aber die große Frage ist natürlich, was kommt nach H-Schlag G5? Und der Punkt ist, dieser Zug droht nicht so richtig. Denn nach H-Schlag G5 möchte Weiß natürlich einfach den Springer zurücknehmen. Wenn Weiß das machen darf, dann hat die schwarze Aktion auf jeden Fall nichts gebracht. Deshalb sollten wir schauen, was passiert, wenn der Springer gerettet wird. Und hier Läufer H7, König H8 und Dame D3. Jetzt droht Läufer G8 mit Abzugsschach und dann möchte einfach die Dame nach H7. Das wäre matt. Das heißt, das kann Schwarz nicht zulassen. Aber nach G6 folgt Läufer schlägt G6. Und nach König G8 hat Weiß auch eine schöne Fortsetzung, nämlich Dame E4. Die Dame möchte einfach über H4 nach H7. Und das Problem ist, dass die Figuren am Damenflügel von Schwarz hier keinerlei Hilfe in der Verteidigung sind. Und deswegen bringt es Schwarz auch nichts, dass man hier eine Leichtfigur mehr hat und man wird schnell matt gesetzt. Das heißt, Springer E3 wäre kein schlechter Zug gewesen, aber Dame D2 sieht natürlich auch ganz logisch aus. Die Dame schaut auch in Richtung des Königsflügels und auch hier möchte Schwarz natürlich ungern auf G5 nehmen. Die Begründung ist im Prinzip so ähnlich wie eben, also Schwarz hat einfach Schwierigkeiten, zum Beispiel dann sowas wie Springer E5 und den Damenmarsch an den Königsflügel zu verhindern und das ist einfach schlecht. Schwarz spielte hier Springer G4. Stattdessen könnte man auch Springer D5 in Betracht ziehen. Warum hat Schwarz das jetzt nicht gemacht? Also Springer D5, der steht da ja zentraler, das sollte an sich ja besser sein. Aber hier ist die weiße Idee natürlich auf H6 zu schlagen. Und ich vermute mal, dass Schwarz hier vielleicht die beste Fortsetzung verpasst hat. Denn hier ist es gar nicht so einfach. Schwarz sollte hier nämlich nicht auf H6 schlagen, da ist recht offensichtlich, dass wenn die weiße Dame auf H6 auftaucht, das nicht lange gut gehen kann. Sondern Schwarz sollte hier Springer B4 spielen.
Okay, die Idee ist erstmal, Weiß darf nicht schlagen, weil nach Läufer B4 die Dame gefesselt wird. Das kann man noch recht leicht verstehen. Aber was jetzt genau die Idee ist, wenn der Läufer wegzieht, ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Und hier ist der Punkt, also G schlägt H6 geht immer noch nicht, weil nach Dame schlägt H6 droht Dame H7 matt und nach Springer F6 Turm H3 will der Turm nach G3 kommen und das ist einfach vorbei für Schwarz. Aber natürlich ist G schlägt H6 nicht erzwungen und Schwarz hat hier den starken Zug Dame schlägt C4. Und der weiße Angriff geht weiter, also Schwarz hat eine Figur mehr, aber Weiß greift weiter an. Springer E5. Okay, die Dame muss weg, Dame C7 und jetzt wird der Turm in den Angriff eingeschaltet. Aber F5 blockiert diesen Läufer, sodass zumindest eine Figur nicht mehr so richtig im Angriff teilnehmen kann. Turm G3 und Läufer F6. Und hier kann Weiß zum Beispiel auf G7 schlagen und nach Dame G5 König H7 ist es tatsächlich so, dass Weiß hier nichts Besseres hat, als Dauerschach zu geben. Also man kann das über G6 geben, man kann das über H5 geben. Man hat mehrere Optionen, aber man kann hier eben keine weitere Figur in den Angriff holen und deshalb kann Weiß hier nicht gewinnen. Aber ja, super komplizierte Variante. Auch diese Idee mit Springer B4, also an dieser Stelle, ist nicht offensichtlich, weil ja, der Zug sieht einfach nicht so super natürlich aus. Und deshalb kann ich sehr verstehen, dass Schwarz sich hier für Springer G4 entschieden hat, denn das soll natürlich einfach den Bauern auf H6 verteidigen, beziehungsweise es soll vor allem dafür sorgen, dass der Läufer dort sich nicht opfern kann. Und Weiß hat den jetzt auch zurückgezogen. Wenn die Dame zurückgeht, dann kann Weiß einfach Springer E3 spielen und diesen Springer entfernen und dann hat man natürlich die Idee mit G4, G5 weiterzuspielen. Das kann man auch mit der langen Rochade kombinieren. Deshalb verständlich, dass Schwarz irgendwie D6 spielt und versucht, vielleicht mal E5 zu schaffen und das Zentrum zu öffnen, denn immerhin hat Weiß noch nicht rochiert. Aber nun kommt trotzdem Springer E3. Und ja, hier ist auch wieder die Frage für Schwarz, was soll man tun? Schwarz hat auf E3 geschlagen, aber das hilft natürlich Weiß auch wieder ein bisschen. Interessant war es tatsächlich hier F5 zu spielen, um den Springer bzw. irgendetwas auf G4 zu halten. Erstmal lange Rochade wäre hier nicht so gut, weil jetzt kommt Springer B4 und Schwarz nutzt hier aus, dass der C-Bauer nun gefesselt ist. Aber natürlich kann Weiß hier schlagen und das sieht erstmal so aus, als wenn das die schwarze Bauernstruktur zerstört und ja auch noch den Läufer wieder öffnet. Aber nach Springer H2 kann Schwarz sehr dynamisch spielen mit E5. Und nach Läufer schlägt H6 sollte sich Schwarz hier nicht darauf einlassen, auf H6 wieder zu schlagen, sondern einfach auf D4 nehmen. Und weiter die Stellung öffnen, denn auch der weiße König ist momentan nicht so super sicher. Und nach Läufer schlägt G7, König schlägt G7, Springer schlägt G4, droht Weiß hier den Angriff mit Dame H6 fortzusetzen und der König sollte einfach weglaufen. Nach C schlägt D4 folgt D5. Hier muss jetzt Weiß aufpassen, dass Läufer B4 droht. Und nach Turm C1, Dame D6. Ist die Stellung völlig unklar. Also Schwarz hat eine Leichtfigur mehr, Weiß hat dafür drei Bauern. Der schwarze König ist nicht so super sicher, aber andererseits ist auch schwer vorstellbar, dass der hier in naher Zukunft matt gesetzt wird. Und dementsprechend ja, entsteht eine unklare Stellung, in der auf jeden Fall beide Seiten Chancen haben. Nach Springer schlägt E3, Dame schlägt E3, ist es tatsächlich etwas leichter für Weiß zu spielen. Es folgte hier H5, also Schwarz möchte einfach wieder Läufer schlägt H6 entgegenwirken und Turm H3. Weiß möchte nicht rochieren, Weiß möchte den Angriff fortsetzen. Und hier folgte E5. Das ist natürlich etwas verzweifelt, aber die Hauptidee von Schwarz ist es einfach, die Stellung zu öffnen und irgendwie auszunutzen, dass dieser König auf E1 steht. Weil wenn man das nicht tut, dann ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass mit Turm G3, mit diesen Läufern, mit der Dame in der Nähe und auch noch dem Springer, da kann der schwarze König nicht überleben, weil man hat ja nahezu keine Verteidiger. Deshalb ist E5 schon ein sehr guter praktischer Versuch. Weiß hat geschlagen und na, Springer schlägt E5, D schlägt E5, Läufer schlägt E5. Läufer D6 kommt eigentlich der Starzug dieser Partie und auch der Grund, warum ich euch diese Partie zeigen wollte. Wenn ihr möchtet, haltet gerne das Video an und denkt hier mal eine Runde nach. Also es gibt hier einen Weg, der recht simpel zu klarem Vorteil führt, aber es gibt auch einen Zug, der im Prinzip die Partie sofort gewinnt. Also ja, versucht möglichst effektiv zu spielen. Ich sag mal, der offensichtliche Zug ist natürlich Läufer schlägt D6, ja. Greift die Dame an, also Schwarz hat keine Zeit irgendwie für Turm E8. Und nach Dame schlägt D6 kann man lang rochieren. Und nach Dame F6, ja. Ich meine, Weiß steht hier auf jeden Fall besser, Weiß hat einen Bauern mehr.
Aber vermutlich wird Schwarz hier nicht so schnell matt gesetzt, weil das Material wurde schon reduziert und die schwarzen Figuren sind jetzt auch ganz gut entwickelt. Das heißt, für den König sollte hier die Gefahr nicht mehr so groß sein. Aber Bauer ist Bauer und Weiß kann hier zufrieden sein. Aber der Zug aus der Partie ist natürlich viel schöner und viel stärker. Weiß spielte Dame H6. Was für ein unglaublicher Zug. Weiß stellt die Dame auf ein Feld, wo sie nichts schlägt und wo sie einfach geschlagen werden kann. Aber gut, schauen wir erstmal, wenn Schwarz nimmt, dann kommt Turm G3 matt. Ist nicht so super schwer zu berechnen, aber man muss diesen Zug Dame H6 natürlich in Betracht ziehen. Was gibt es noch für Optionen? G6 hilft natürlich auch nicht, weil sowohl Dame G7 als auch Dame H8 sind matt. Das heißt, das ist keine Option. Was kann Schwarz noch machen? Vielleicht den Läufer auf E5 schlagen, weil der hängt ja auch. Aber auch hier ist Dame H7 sofort matt. Schwarz hat in der Partie natürlich noch eine Möglichkeit gefunden, weiterzuspielen. Er wählte hier F6. Das verhindert das Matt auf G7, das verhindert, dass Dame H7 matt ist, denn der König kann rauslaufen und okay, der Läufer hängt weiterhin. Aber Weiß spielte trotzdem Dame H7 und nach König F7 schlug er jetzt auf D6. Und an der Stelle muss man wieder sagen, okay, Weiß hat starken Angriff und einen Bauern mehr. Das sollte natürlich reichen, aber Weiß spielt das hier auch sehr schön zu Ende. Turm E3 schützt den König und es droht auch ja, Läufer G6 matt. Turm G8, um das Feld F8 für den König, für den König zu räumen. Und nun Läufer C4 Schach. Läufer D5. Okay. Irgendwas muss Schwarz gegen das Schach machen. Und Schwarz möchte natürlich nicht den Turm auf G8 verlieren bzw. matt gesetzt werden. Und nun Dame schlägt H5, G6, Dame D5. Schlägt, schlägt und Weiß hat eine Figur mehr, gewinnt hier noch einen Turm, also wird am Ende einfach einen ganzen Turm mehr haben. Und Schwarz sah sich hier genötigt aufzugeben. Ja, natürlich war die Verteidigungsleistung von Schwarz in dieser Partie jetzt nicht die allerbeste, aber ich fand diesen Zug Dame H6 sehr spektakulär und wollte euch das deswegen zeigen, denn ja, es war eine schöne Partie. Weiß hat hier einen sehr überzeugenden Angriff geführt. Wie gesagt, Schwarz hat sich jetzt nicht bestens gewehrt, aber Weiß hat sehr konsequent gespielt, hat lange die Rochade zurückgestellt. Weiß hat die ganze Partie nicht rochiert und er hat sich darauf konzentriert, die Figur in Richtung des gegnerischen Königs zu bringen und wurde dafür belohnt. Und vielleicht auch, also das ist natürlich ein Motiv, was heute schon sehr, sehr bekannt ist, aber was vielleicht vor 100 Jahren noch nicht ganz so typisch war, dass man diesen Läufer auf G5 ganz gut stehen lassen kann, wenn der mit H6 angegriffen wird, wenn man noch einen Turm auf der H-Linie hat, weil das eben häufig auch sehr schnell matt werden kann. Also das ist auch etwas, das könnt ihr auf jeden Fall aus dieser Partie mitnehmen. Und ja, der Zug Dame H6 ist für mich auf jeden Fall der Star. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das schön. Das war eine kleine Miniatur aus der Schachgeschichte 1925 in Marienbad gespielt. Natürlich gibt es bald auch wieder aktuelle Partien, aber momentan gibt es einfach nicht so viele Turniere und da nutze ich die Zeit auch ganz gerne, um euch solche kleinen Perlen zu zeigen. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!